Ich bin Hans-Werner Zacho, bin hier ein Bauer aus dem Landkreis Düchel-Dannenberg. Ich kenne Rebecca schon seit über 35 Jahren. Wir sind zusammen im Widerstand groß geworden gegen die Anlagen in Gorleben. Ich finde es ganz gut, dass Rebecca den Kontakt zur Basis und hier zum Landkreis zu allen Freunden behalten hat und auch trotzdem bodenständig geblieben ist. Es ist schön, dass man mit ihr über alle Sachen reden kann, dass man sie ansprechen kann, dass man sofort Kontakt bekommt und dass sie auch in der Lage ist, Kontakte herzustellen, die über ihre Parteilinie hinausgehen. Das heißt, dass sie andere Leute anspricht, die vielleicht in anderen Parteien sind, die an diesem Fall vielleicht besser helfen können oder mehr dazu sagen können. Und das erwartet man eigentlich auch von einem Politiker, dass man nicht nur so engsternig ist, sondern dass man versucht, auch Gemeinsamkeiten zu finden und gemeinsame Ziele zu entwickeln. Und das klappt bei ihr sehr gut. Ansonsten ist es so, denke ich, dass man auch, wenn man so eine Politkarriere macht, irgendwo ein Rückzugsgebiet braucht. Und das, glaube ich, hat sie hier im Landkreis auch gefunden. Und es ist für Rebecca, glaube ich, auch wichtig, immer wieder hier zurückzukommen, mal zu entspannen und einfach auch über andere Sachen reden zu können, als nur über Politik in Anführungsstrichen. Ansonsten hoffe ich, dass sie weiterhin diesen Kontakt zum Landkreis behält und auch die alten Freunde wie bisher nicht vergisst. Und wünsche ihr alles Gute.